Es gab mal eine Umfrage, eine anonyme Umfrage unter Onkologen, was sie denn täten, wenn sie bei sich selber feststellen oder bei Ehefrau, Ehemann, Kind, Eltern ein Karzinom wäre diagnostiziert. Was würden sie tun in einem solchen Fall? Und die ehrliche, deswegen anonyme Antwort war, 3% der Onkologen in der BRD tun das, was sie jeden Tag mit ihren Patienten tun. 3%. 97% versuchen irgendeinen anderen Weg. Es gibt, glaube ich, kaum eine schizophrenere Berufsgruppe als diese Berufsgruppe, die jeden Tag etwas tut, von dem sie ganz innen drin weiß, es ist falsch. Und dass du ein Buch schreiben musst als fiktiven Roman, zeigt eigentlich nur, dass wir ganz dringend eine Reform dieses Systems brauchen und eine Veränderung. Ich als Journalist darf das sagen, du als jemand, der in Spanien lebt, darf das hier ebenfalls sagen. Aber ich glaube, das ist das große Fazit dessen, was du hier vorgetragen hast. Wir brauchen hier dringend einen Reset dieses Systems. So wie es im Augenblick ist, kann es nicht weitergehen. Deine Arbeit ganz stark, das haben wir gerade gesehen, getragen von naturwissenschaftlicher Forschung, von Forschungsergebnissen. Wir werden morgen noch was zum Thema Autismus hören. Und gibt es weitere, einfach noch Gebiete, Felder, auf denen du sagst, da muss ich in Zukunft noch was tun? Da könnte auch das, was uns Stimmen geschenkt hat, letztendlich auch eine Rolle spielen. Gibt es noch weitere Gebiete? Ja, auf alle Fälle. Das weitere Gebiet ist, es zu schaffen, dass genau diese Onkologen irgendwann sagen, mir ist egal, welches Auto ich fahre, mir ist egal, welche Yacht ich habe oder ob meine Hypothek bezahlt ist. Ich mache das, was mein Herz mir vorschreibt, denn sonst werde ich auch krank. Denn Ärzte sind statistisch gesehen, haben eine Lebenserwartung von 57 Jahren. Und weibliche Ärzte sind die in den weiblichen Dings mit der höchsten Selbstmordrate. Also eine dramatische Entwicklung oder eine dramatische Situation. Und das, was du hier zusammengetragen hast, zeigt, die Instrumente, die Alternativen, die sind alle da. Richtig. Wir müssen davon ausgehen, unsere Industrie steuert sozusagen die Universitäten. Und was wir verlernen müssen, ist, es gibt einfach kein Geld für Sachen. Und die Industrie hat es auch so gemacht, dass kleinere Laboratorien rausgeschmissen werden. Wie ist es gemacht worden? Ja, sie müssen Zulassungsgebühren bezahlen, die im astronomischen Bereich liegen. Das heißt, selbst wenn, sagen wir mal, wir machen jetzt eine kleine pharmakologische Firma auf und haben auch vielleicht 2-3 Millionen, damit können wir nicht mal anfangen. Mhm. Ja? Beziehungsweise wir können anfangen, aber dadurch, dass wir eine Phase 1, also Preklinik, Phase 1, Phase 2, Phase 3 Test machen, kommen wir einfach nicht weiter. Mein Ziel ist es jetzt in Zukunft, vielleicht mit dem Benedikt oder vielleicht mit anderen Leuten, eine Form aufzutreiben, eine Art Crowdfunding von allen, die positiv ist, das heißt, die Leute, die investieren, auch Geld zurückbekommen. Ich will von diesem Donationskrempel runter, weil ich will auch kein Geld anfassen in der Hinsicht. Viele Leute sagen, nee, das interessiert mich nicht, das soll irgendein Profi machen, der sozusagen sagt, für die Forschung brauchen wir A, B, C, D, E, F. Und wenn das Geld da ist, dann kann ich zu jeder Universität nicht als bitte, bitte hingehen, sondern sagen, meine Damen und Herren, setzen Sie sich hin, machen Sie. Das ist einfach Geld. 1, 2, 3, 4, 5. Ich will jetzt wissen, wie das funktioniert. Ich will ein Spin wissen. Ich will das wissen. Ich möchte es als andere Medikamente zulassen. Und meine Arbeit von hier in der Zukunft ist es durchzusetzen, dass dieses Chlordioxid als Multi-Instrument, als Zweckwaffe, auch als solches anerkannt wird und mit mehreren Schritten gemacht wird. Also ich bin mit mehreren Ärzten zusammen und wenn andere Ärzte auch teilhaben wollen, ich bin jetzt halt offen, eine kleine Firma gegründet, wo sozusagen Einlagen gemacht werden, wo Leute einfach
helfen oder beigeben, die kriegen dann ihre Aktien oder was auch immer, das soll mir wurscht sein, denn unsere Welt funktioniert schließlich so. Mhm. Viele Leute sagen, hör mal zu, Andreas, die böse Pharmaindustrie. Ja, ich kann nur eins sagen, mein verstorbener Onkel war ein sehr hohes Tier bei Bayer. Ich bin sozusagen das schwarze Schaf. Aber ich habe ihn kennengelernt als sehr guter Mensch. Worum geht es? Wir alle gehen zur Bank und sagen, ja, ich habe hier mein Gespartes und möchte hier ein bisschen Geld für kriegen. Und der Bankbeamte oder der Bankangestellte sagt, ja, was möchten Sie, wenig oder viel haben? Was sagen wir? Viel. Wir sind opportunistisch, dritte Gesetz. Ja, gehen hin und dann sagt er, ja, ich habe hier von der Pharmaindustrie. Er sagt, okay, machen Sie hier mal einen Fonds für Pharmafonds, der hat richtig viel Rentabilität. Es sind wir selber, die sozusagen die Präsidenten und die ganzen Leute der Pharmaindustrie dazu zwingen, das zu machen, was sie tun. Es geht nicht, ja. Wir versuchen, dieses Schuldgesetz durchzukriegen. Ja, der ist schuld, der ist schuld, das gibt es nicht. Es ist einfach eine Frage des Environments, das heißt des Umfeldes. Mhm. Sozusagen, wir können die Zukunft nur dann ändern, wenn wir das Umfeld ändern. Das ist meine Meinung. Und wir sind selber Schöpfer, das haben wir vorhin gehört. Ja. Andreas Kalka. Dankeschön. Der Spirit of Health Congress 2015 erschließt für den Besucher medizinisches Wissen und neu gewonnene Erkenntnisse, zeigt wirkungsvolle Therapien auf und verdeutlicht Zusammenhänge, die Ihnen helfen, die richtige Entscheidung für Ihre Gesundheit zu treffen. Freuen Sie sich auf umfassendes Erfahrungswissen und neue Denkansätze von führenden Experten auf den Gebieten Gesundheit und alternativer Therapiemöglichkeiten.